zu. Ja, 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 genau. Safari ist nämlich ziemlich gut, war gerade das Thema und wir sehen, ah, okay, das ist gemeint mit, man kann das dann nicht sehen. Ah, auch. Ah, ja, genau, also wir können hier. Aber es leider, ist auch gut Doubles, von daher, ja, genau. Doubles muss man halt damit mal leben. Kann man halt nicht die Prozente sehen, aber man kann es sich vorstellen, so ungefähr, also es steht 0-0, wir sind im Losers Finals von Doubles. Nach Doubles geht's mit Singles los. Ja, Oni Shin gegen Safari Wisserin. Auf jeden Fall ziemlich on point, was Teams angeht. Ja, die spielen ja auch natürlich jedes Mal zusammen. Also auch, eigentlich auch ihren Unterfunden. Die sind ja auch eigentlich jedes Mal, wenn Doubles gibt, sind die Team. Und sind ja auch beide individuell auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Auch beide ja auch in Top 8 Seed in Singles. Von daher ist schon hohes Kaliber, sage ich mal. Mhm. Ja. Also wir spielen bei Doubles grundsätzlich Best of Three, auch im Grand Finals und so. Nach diesem Set sehen wir auch das Grand Finals schon. Niceface und SDN sind im, schon mal auf der Winner's Side. Und der Gewinner von hier wird auf der Loser's Side starten. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Wir sehen hier den... Oh, den S-Smash von Steve mit der Diamond Egg. Diamond Sword. Ich weiß gar nicht. Weißt du, wie Steve in Doubles ist? Ich hab den noch nie gesehen, wirklich in Doubles. Ich weiß nicht, aber ich glaube, er ist weder gut noch besonders schlecht. Also, wahrscheinlich ist er immer noch ein sehr guter Charakter, weil es halt Steve ist. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwie jetzt beabsichtigt, jetzt irgendwie gebufft oder genervt ist in Doubles. Ja, er will halt trotzdem irgendwie immer noch chillen, ne? Ja. Weil er, naja, seine Ressourcen hat. Aber er hat halt so, ich sag mal so, in Doubles, glaube ich, aber noch weniger im Blick irgendwie so für Spinecut oder sowas. Das geht dann, glaube ich, mal, wenn man gegen Steve geht, noch öfter durch, weil man ja halt auch die doppelte Anzahl an Charaktere achten muss. Ja. So, wie sieht's. Ich glaube, Unishin hat auch noch zwei Stocks oder schon nur noch einen? Das ist nämlich die Frage. Weil das wäre interessant, weil ich würde fast vermuten, eigentlich lief das Game mir die ganze Zeit recht gut für ihn und von daher würde ich eigentlich vermuten. Nee, er hat noch zwei. Okay. Oh, dann ist jetzt ja ein recht großer Lead eigentlich sogar. Ja, Dafung auch schon mit 150 hier Max Rage. Mal schauen, was er mit dem Rage anstellen kann. Das ist dann eine Nutribi, der neue, den er benutzt. Ja, echt? Ja, also früher hat er ja immer diesen Ball benutzt. Ja. Und jetzt benutzt er diesen Schlag. Das ist so ein Schlag, der auch wirklich super, also sieht ah, ja, jetzt, ja, der ist es. Der tötet, also damit ist ja Knockback ein bisschen reduced, aber der hatte 100, also Dafung hatte 120 nach dem Hit und ist fast rausgefetzt. Also der tötet wirklich ab 120 eigentlich kontinuierlich. Mhm. Durfte ich letztens auch schon spüren. Ach so, okay. Ja, man rechnet halt nicht damit, weil... So, im Endeffekt hat ja Mii Brawler auch teilweise Command Grabs, aber dann halt auch, wenn er On-Sheet landet mit so einem Empty Landing halt das. Das heißt, es ist dann immer so ein bisschen 50-50. Macht man Spot Dodge und den Grab zu dodgen, irgendwie Schild weiterhin. Mhm. Ist halt sehr eklig, wenn Mii Brawler so in seine Zone kommt, irgendwie mit den Tools. Ja, Mii Brawler weiß zu überraschen auf jeden Fall. Immer irgendwas Neues. Ja, auch halt auch wie gesagt, so auf den Plattformen, den Downthrow Upi, so wurde ich auch letztens bei 60%, als ich wurde getötet. Ist halt okay. Hart, aber ich weiß nicht, ob Mibro so ein guter 1 gegen 2 Charakter ist. Wir werden es ja sehen. Ja, 70% ist auf jeden Fall alles noch möglich. Aber ich habe eben schon auch spüren können, dass Unishin und Safari auf jeden Fall gut sind in 1v2s. Ja. Die wissen auf jeden Fall, was sie machen müssen. Ja, die. Ich würde ja auch mal vermuten, dass sie recht viel Doppels zusammenspielen, von daher... Gut gespaced. Ja, das sind solche Sachen, ich glaube, ich bin froh, dass ich das sehe, damit mir das nicht selbst irgendwann passiert, wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich wird es trotzdem passieren, weil es wirklich so komisch aussah, irgendwie, dass die da noch so weit rüberkommen. So, ich würde mich jetzt auch nochmal verabschieden, ich muss jetzt nochmal vor Singles mich vorbereiten. Bis später, ne? Jo, bis später. Kabel. Ja, finde ich auch. Kabellos wäre, kabellos ist immer besser. Bluetooth. Könnt ihr jetzt gar nicht sehen, ne? Komm schon. Okay, funktioniert nicht. Gut, ja, also noch ein bisschen Solo-Commentary. Im Moment steht es ja 1-0 hier für Safari und Unishin. Ja, mal schauen, wie das im zweiten Game läuft, ob die beiden noch zurückholen können. Wir sehen schon mal einen Charakter-Switch. Ian jetzt auf Pokémon Trainer. Ja, also Steve, definitiv ein Charakter, der ziemlich passiv ist, bis man irgendwie einen blöden Fehler macht oder approacht. Von daher wollte Ian da wahrscheinlich einen Charakter, mit dem er ein bisschen
aktiver im Geschehen sein kann. Und geht auch direkt auf dieser Knosp, gar kein Shiggy. Dieser Knosp, also ich meine, Shiggy kann auf jeden Fall ordentliche Kombos machen, hat ein gutes Neutral und so. Dieser Knosp haut halt noch ein bisschen mehr rein, ne? Deswegen wahrscheinlich auf dieser Knosp direkt oder vielleicht einfach, weil er am besten auf dem Charakter ist. Auch die Early Kills auf jeden Fall nicht zu unterschätzen bei dem Charakter. Jetzt aber schon mit 140%. Muss da auf, naja, muss nicht, aber zieht es davor auf Glurak zu switchen. Das wird hart. Hart wird es nicht gepunished. Immer noch am Leben. Auch das killt nicht ganz. Es ist im Moment ganz even, aber zwei Stocks schon weg. Auf beiden Seiten einer. Okay, also Team Rot diesmal in Führung. Kann auch direkt hier die Combo 33% auf Onishin. Diesmal sehen wir Onishin auch in Singles Action. Wir gehen nach diesem oder nach Doubles in Singles Pools. Aber erst schauen wir einmal, wer hier die Krone bei Doubles sich holen kann. Im Moment, ja, die Top 3 steht schon fest, nur die Reihenfolge wird noch ausgespielt. Okay, also hier Dafung auf jeden Fall wie immer gut an der Edge. Und auf der Hinterhand Ian, der das Ganze noch mehr limitiert für Safari und Onishin. Ja, alle auf dem zweiten Stock inzwischen. Der einzige, der noch unter 100% ist, so wirklich. Oh! Ist Ian. Okay, also Onishin jetzt auf dem letzten Stock. Davon represent mit meinem Mii. Okay, mal gucken, ob sie hier von Dafung wahrscheinlich oder von Ian einen Stock runterziehen können. Ist immer nicht so leicht bei Glurak. Okay. Oh, auch das reicht noch nicht. Oh, das wird... Nee, nicht gepunished. Okay. Ja, alle auf dem letzten Stock. Ist komplett even. Mal schauen, wie es hier gespielt wird. Wer kommt klatsch in diesem Moment? Der Druck wird auf jeden Fall größer, gerade für Dafung und Ian, die halt dieses Game gewinnen müssen, um noch drin zu bleiben. Ja, die Team Blau weiß auf jeden Fall, wie es sich gut deckt. Also zum Beispiel mit der Abi von Samus, die eben den großen Nachteil hat, dass man ziemlich lange danach ungeschützt ist, wird gut abgedeckt von Safari. So langsam sind wir in Mid-Prozenten, kommen in High-Percentage-Range. Und diese Charaktere wissen auf jeden Fall, wie man früh killt. Jedenfalls drei davon. Hit kann höchstens skimpen, sonst ansonsten nicht allzu stark. Vielleicht die Side-B noch. Okay, also Onishin ist weg. Die Safari alleine mit dem 2v1. Kann sie das noch holen? Moment, auf jeden Fall solide, aber wird gepunished. Für jeden Move, die Back-Air reicht. Und wir gehen in Game Nummer 3. Okay, starke Leistung auf jeden Fall. Sehr solide gespielt von Dafung und Ian, die das Ganze zum Ausgleich bringen. Ja, falls ihr nicht wisst, wer ich bin, Cobra. Und ja, habe ich noch irgendwas nicht gesagt? Wir spielen heute nach Doubles, Singles, Pools, dann Top 8 und alle, die nicht in Top 8 sind, kommen ins Silber Bracket. Ja, Silber Bracket, auch alles Top 5, ganz normal, wie in Top 8 auch. Und es wird alles ausgespielt. Ein paar Sachen sogar on Stream, die etwas späteren. Da das ja ein größeres Bracket ist als die Top 8, wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, auch wenn nicht alles gestreamt wird.
Und daher sehen wir wahrscheinlich nach Grand Finals nochmal Silber Bracket, was auch immer ziemlich spannend ist. Auf jeden Fall, letztes Mal hat Safari Wisserin das auch gewonnen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das heute laufen wird. Wir haben immer, ja, ich meine, die Top 8 ist auf jeden Fall gut besetzt, aber auch so die Plätze danach sind auf jeden Fall noch stark. Von daher bleibt es immer spannend. Vor zwei Turnieren hat Sketty das erste Mal, in Ultimate zumindest, das Turnier geholt. Das war auch eine Neuheit. Gegen Niceface, gegen SDN auch. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mal schauen, ob wir heute irgendwelche Upsets haben. Ansonsten standardmäßig natürlich immer SDN. Oh, geht schon weiter. SDN am Gewinn. Es geht schon los. Oh. Okay, ich sehe schon die Leute SDN. Es wird wahrscheinlich die falsche Stage gewählt. Von daher geht es doch noch nicht los. Ja, falls Sie es noch nicht bemerkt haben, wir haben ein neues Design. Wir probieren das hier gerade aus. Auch wenn wir das noch nicht zu 100% nutzen hier. Eigentlich Commentator und hier unten auf dem schwarzen, durchsichtigen eigentlich immer Twitter-Handle noch. Und ja, neues Logo. Hier. Da ja, brauchen wir noch ein, zwei Monate, bis wir das komplett überall drauf haben. Aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Shoutouts an Cruel dafür, dass er das Ganze hier in die Wege geleitet hat. Was ich am meisten liebe auf jeden Fall von diesem... Oh, jetzt geht's aber los. Ja, perfekt. Was ich am meisten liebe, ist der Breakscreen. Der ist richtig cool. Diese AI-generated Marios, die da auf der Couch chillen und so. Auch der Snake und der Isaac ist das, glaube ich. Super cool einfach. Mega cool. So, und jetzt geht es weiter mit Doubles. 1:1, Onishin Safari Wisserin gegen Dafung und Ian. Teams, die auf jeden Fall oft schon zusammengespielt haben und eine gewisse Synergy haben. Im Moment ist es relativ ausgeglichen. Man merkt immer, wenn das Ganze so in Richtung Edge geht, dann scheint Dafung, und es ist seine Zeit, weil er das Ganze immer sehr gut an der Edge hält. Sehr gut im... Oh, Edge Garden. Oh ja, Ian versucht es hier mit vielen F-Smashes auf jeden Fall. Will den Early Kill und bekommt ihn auf Onishin. Oh, kann er hier noch einen Kill holen? Ja! Okay, das ist schon mal sehr gut hier gerade für Team Rot. Mit einem Charakter wie Glurak kann man auf jeden Fall bis in die späten 100% überleben. Deshalb kann er hier noch sehr guten Damage machen. Oh, das wird gepunished. Hier Samus. Oh, oh, okay. Dafung verliert auch seinen ersten Stock. Und obwohl viele Side-Bees gerade geflogen sind bei Glurak, ich wollte gerade sagen, immer noch am Leben, jetzt den Stock verloren und direkt wieder zu Bisa-Knosp, also keine Shiggy-Action in Doubles, so wie es aussieht. Wobei es bestimmt auch ein guter Charakter ist, aber die Kombos werden wahrscheinlich interrupted. Dann doch lieber Kombos, die etwas kürzer sind und ein bisschen mehr Damage machen. Und da ist Bisa-Knosp genau der richtige Charakter für. Ja, Onishin wieder im roten Bereich, über 100%. Wie lange kann er den Stock noch tanken? Samus ist auf jeden Fall auch ein Floaty-Charakter, der definitiv sehr, sehr langsam spielen kann. Slow-paced. Erstmal Charge und alles, kann lange überleben. Aber in Doubles auf jeden Fall auch mit mehr Druck. Weil einfach die Abstände deutlich kleiner sind. Jetzt gerade ein bisschen Projektil-Spam. Auf jeden Fall die richtige Taktik hier von Team Blau. Oh oh. Das wird nicht hart gepunished. Nur der Sour Spot hier von dem F-Tilt. Oh. Überlebt Onishin das? Nein. Da kommt der Spike. Ian hat gut aufgepasst. Und auch Dafung mit der Abi. Jetzt haben drei Charaktere hier den Stock schon verloren. Wie lange kann Ian seinen noch halten?
was passiert hier? Okay, also Ian verliert seinen Stock und das Ganze geht jetzt ins Late Game, sozusagen. Das ist das letzte Game und alle sind auf dem letzten Stock. Einige auch schon in High Percentage. Ein Großteil. Das heißt, wer fliegt zuerst, könnte das Game entscheiden. Jetzt im Moment hat bei Team Rot nur davon... Oh mein Gott! Ja, so ein bisschen Potenzial zu sterben, aber der F-Smash regelt und... Oh, er braucht dieses, Safari braucht diesen Game. Oh, bekommt ihn auch! Stark von ihr. Okay, also wir haben hier jetzt ein One-on-One zwischen Ian und Safari. 120% killt er schon? Nein, noch nicht. Ja, ist das alles Entscheidende. Wer kommt ins Grand Final? Noch ein Grab und der ist killed, oder? Ja, Death Throw killed. Und das ist Unishin und Safari-Wisserin auf